Timo Hausener, herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Vor weniger als einem Monat haben wir noch gegen die DVZ Academy gespielt. Jetzt 8 Siege mit Lugano in Folge. Und dann noch die erste Linie mit Böcker und Arco Bello heute. Wie gut hat das Zusammenspiel schon funktioniert? Ja, ist jetzt das erste Spiel, das ich von Anfang an mit ihnen spielen konnte. Die letzten paar Spiele konnte ich auch im letzten Drittel mit ihnen spielen. Ja, es ist noch viel ausbaufähig, aber es ist natürlich sehr schön, dass ich das Vertrauen bekomme vom Trainer, dass ich mit ihnen von Anfang an starten kann. Es sind zwei fantastische Spieler und ich muss mich ein bisschen reinleben, solange ich die Chance habe. Vertrauen ist sicher auch ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt die dritte Saison in Lugano, oder im Tessin, muss ich ja fast sagen, nicht nur in Lugano. In dieser Saison haben wir lange müssen warten. Wie schwer oder wie einfach fällt es euch auch, mit der neuen Situation jeweils umzugehen? Ja, am Anfang bin ich dann eigentlich gerade wieder bei Biasca gestartet. Ich konnte mich dort gut reinkämpfen. Es hat mir sehr wieder geholfen. Eigentlich. Ich hatte sehr viel Eiszeit. Dann habe ich den Call-up von Lugano die Chance bekommen. Und ich konnte sie nutzen. Ich habe hier gearbeitet, habe einfach gespielt, das, was der Trainer gebraucht hat. Und jetzt komme ich immer mehr Vertrauen Spiel um Spiel über. Und bin natürlich auch sehr dankbar dafür.